Jetzt geht es weiter mit Aufgabenteil E, Querkrafttragfähigkeit des Knotens. Als erstes schauen wir uns die einwirkende Knotenquerkraft an, also einwirkende Knotenquerkraft. Wir haben hier VJH, das FS Beam minus V Coll oben. Wir können FS Beam berechnen mit dem Moment M Beam durch Z Beam. Also ich nehme Hebel an der Kräfte, ne? M durch Z ist immer eine Kraft minus V Coll oben. Und dieses Z Beam, da ist bestimmen wir folgendermaßen. Also schreiben wir kurz das auf. Entweder man nimmt Z-Beam aus der Biegebemessung oder man verwendet alternativ die erforderliche Bewährung folgendermaßen. FS Beam gleich Sigma S mal AS Beam erforderlich. Okay, Sigma S 435, AS Beam erforderlich, das ist das, was wir bei der Biegemessung, also bei Aufgabenteil A, gemacht haben. Wir haben eine erforderliche Bewährung bestimmt von 23,41 Quadratzentimeter. Also mal 23,41 mal 10 hoch minus 4, kommen wir auf 1,018 Meganewton. Damit können wir dann die Knotenquerkraft VJH bestimmen. Das ist FS Beam, also 1,018 minus Querkraft der Stütze oben. Die Querkraft der Stütze oben ist 0,189 Meganewton. Also haben wir 0,83 Meganewton als Querkraft in dem Knotenpunkt. Dann gucken wir, wie groß ist die Knotentragfähigkeit ohne Bügel. Knotentragfähigkeit ohne Bügel. Das ist VJCD 1,4 mal 1,2 minus 0,3 mal H-Beam durch H-Coll mal B-Effektiv mal H-Coll mal FCD hoch ein Viertel, und FCD wird hier berechnet mit FCK durch Gamma C, also das Alpha CC, die 0,85 sind hier nicht bei, hoch ein Viertel. Dann noch kurz B-Effektiv, wie bestimme ich das? B-Effektiv ist einfach B-Beam plus B-Coll halbe, aber auf jeden Fall kleiner als B-Coll. Das heißt hier B-Effektiv Breite des Riegels waren 40 cm, also 0,4. Breite der Stütze 0,5, also 0,45 Meter. Gut, dann können wir damit VJCD bestimmen. Das ist dann 1,4 mal 1,2 minus 0,3 Höhe des Riegels 70 cm, Höhe der Stütze 50 cm mal 0,45 B effektiv haben wir gerade ermittelt. H-Coll 0,5 Meter und FCK 30 durch Gamma C 1,5 hoch ein Viertel. Kommt raus 0,52
Megan-Newton. Und das ist kleiner als 0,83 Megan-Newton, was wir hier oben ausgerechnet haben, als einwirkende Querkraft. Und damit sind Bügel erforderlich. Gut, dann müssen wir gucken, ob die Knotentragfähigkeit mit Bügeln gegeben wird, also ob wir die überhaupt einhalten können. Also oberer Grenzwert der Knotentragfähigkeit. VJRD ist Minimum von 2 mal VJCD und Gamma N mal 0,25 mal FCK durch Gamma C mal B effektiv mal H Coil. Ja, das Gamma N, das ergibt sich aus zwei Gamma-Werten. Gamma N1 mal Gamma N2. Gamma N1 ist 1,5 mal 1 minus 0,8 mal Normalkraft in der Stütze durch Fläche der Stütze mal FCK kleiner als 1. Also 1,5 mal 1 minus 0,8. Maximale Normalkraft in der Stütze sind 2,417 Meganewton. AC 0,5 Quadrat und FCK ist 30. Kommt raus 1,113 und damit 1,0. Gamma N2 ist 1,9 minus 0,6 mal H-Beam zu H-Coll, auch kleiner als 1. Also 1,9 minus 0,6, Höhe des Riegels 70 cm, Höhe Stütze 50 cm, ist 1,06, also auch 1,0 maßgebend. Und damit ist Gamma N 1 mal 1, also 1. Gut, damit haben wir dann VJRD, das ist Minimum von 2 mal VJCD. Das haben wir hier mit 0,52 bestimmt, also 2 mal 0,52. Und Gamma N 1,0 mal 0,25. FCK 30 durch Gamma C 1,5, B effektiv 0,45, das haben wir gerade schon bestimmt, und Höhe der Stütze 0,5, kommt raus 1,125 Meganewton, und hier oben kommt 1,04 Meganewton raus, also 1,04 Meganewton ist maßgebend, und das ist größer als das VJH von 0,83. Meganewton. Wir können also mit der Bewährung, mit Zulage von Bewährung, können wir die Knotentragfähigkeit steigern, sodass es eingehalten ist. Ja. Also dann bestimmen wir die erforderliche Bügelbewährung. Erforderlich ASWJ. VJH minus VJED durch 0,4 mal CD ist es. CD 0,4 mal FYD. VJH 0,83. VJCD 0,52 durch 0,4 mal FYD 435 zum Umrechnen mal 10 hoch 4 kommen wir auf 17,82 K.
Quadratzentimeter. Ja, dann müssen wir eine Bewährung wählen. Und zwar legen wir Steckbügel ein. Wir haben hier, können zum Beispiel sagen, Anzahl der Stäbe nehmen wir 12. Das passt jetzt, ist jetzt nicht hier drauf, von Durchmesser 10. Also wenn wir Durchmesser 10, einer hat 0,79. Also gewählt zwölf Steckbügel, Durchmesser 10, zweischnittig. Und dann kommen wir auf eine vorhandene Bewährung von nur zweischnittig mal 0,79 mal 12 von 18,8 Quadratzentimeter. Und diese Bewährung, die muss ich oberhalb der Biegedruckzone anordnen. Oberhalb der Biegedruckzone anordnen. Okay, das war Aufgabenteil E. Jetzt kommen wir zu Aufgabenteil F. Was müssen wir da machen? Nachweis der Verankerung der Riegelzugbewährung. Also F. Nachweis der Verankerung der Riegelzugbewährung. Also dafür rechnen wir erstmal LBRQD aus. Das ist dieses Grundmaß der Verankerungslänge, Durchmesser Viertel mal Sigma S durch FBD oder Durchmesser Viertel mal FYD durch FBD mal A ist erforderlich durch A ist vorhanden. Ja, Sigma S ist ja die vorhandene Spannung und die vorhandene Spannung kann ich über diesen Weg hier FYD mal A ist erforderlich durch A ist vorhanden bestimmen. Gut, das heißt, LBRQD ist Durchmesser 20 mm durch 4 mal FYD 435, FBD für C30, 37 ist 3,0. Und jetzt müssen wir A ist erforderlich zu A ist vorhanden. Das ist bei Aufgabenteil A haben wir das gemacht. Wir haben eine erforderliche Bewährung von 23,41 und legen 25,1 ein. Ja, also 23,41 durch 25,1. Kommt raus 675 mm. Dann bestimmen wir LBD. LBD ist Alpha 1 mal Alpha 2 mal Alpha 3 mal Alpha 4 mal Alpha 5 mal LBRQD größer gleich LB Min. Und LB Min ist das Maximum von 0,3 mal Alpha 1 mal Alpha 4 mal LBRQD und 10 Durchmesser. Okay, damit haben wir LBD gleich, Alpha-Werte sind alle 1,0, das schreibe ich jetzt nicht alle auf, 1,0, mal LBRQD 675, das heißt, bleibt einfach gleich, haben wir 675 mm. Größer als LB Min, also 0,3 mal LBRQD, 675 sind 217,5. Das ist aber klar, dass das größer ist, weil hier ist es ja LBRQD. Wenn ich das mit 0,3 multipliziere, ist es natürlich kleiner. Und 10 mal Durchmesser, der Durchmesser ist 20 mm, also 200
Maßgebend sind hier also die 675 mm. Und jetzt bestimmen wir das LB Prof. Das ist 2 mal LD. Das ist gemäß der WSTB-Heft 532. Was ist das LD, was wir da einsetzen? Noch eine kurze Skizze dazu. Hier ist unsere Riegelzugbewehrung. Die wird hier rumgeführt. So, Riegelzugbewehrung. Und das LD ist jetzt hier zwischen. Das ist das LD. Also das ist hier die Stützenbewehrung noch. LB Prof ist also 2 mal LD. LD, wir haben eine Stützenbreit von 500 und ziehen jetzt außen einmal das Verlegemaß 30 und den Durchmesser des Längsstabs ab. Ja, also das ist CVL, Durchmesser L. Das ist außen. Und das gleiche machen wir innen auch. Minus 30 minus Durchmesser des Längsstabs der Stütze. Also CVL und Durchmesser Längsstab. Das ist von innen und damit haben wir 800 mm und das ist größer als die erforderlichen 675 mm. Also eingehalten. Dann machen wir jetzt noch eine Skizze und für die Skizze schreiben wir eben auf, was für einen Biegerollendurchmesser wir für die Riegelzugbewehrung brauchen. Biegerollendurchmesser. Ist hier 10 mal Durchmesser L. Okay, dann skizzieren wir einmal den Rahmenknoten. Einmal die Bewehrung der Stütze. Laufen wir mal die Stäbe von oben bis unten durch. Dann hatten wir für die Stütze mussten wir dazwischen konstruktiv noch einen Bewehrungsstab einlegen, weil der Abstand sonst größer als 30 cm gewesen wäre. Das ist dieser Stab. Also schreiben wir einmal dran. Das sind 2 mal 4 Durchmesser 20, links und rechts. Und hier, das ist 2 Durchmesser 12 konstruktiv. Das ist die Längsbewehrung der Stütze. Dann haben wir noch Bügelbewehrung der Stütze. Durchmesser 6 alle 10 cm. Dann haben wir die Riegelzugbewehrung. Hier mit unserem Durchmesser. Hier unten.
Also wir haben hier diesen Biegerollenradius, indem wir hier oben das dBr, was wir da oben bestimmt haben, den müssen wir hier berücksichtigen. Also das ist die Riegelzugbewehrung. Riegelzugbewehrung. 8 Durchmesser 20. Dann haben wir 12 Steckbügel eingebaut. Wir haben natürlich alle die gleiche Länge. Packe mal hier oben noch einen hin. Oh. Ah, das war nichts. So, das sind die 12 Steckbügel. Durchmesser 10, ne, oberhalb der Druckzone. Deswegen sind hier unten noch keine Steckbügel. Und dann brauchen wir noch die Bügel vom Riegel. Wir haben etwas größeren Abstand. Weil ich sehe gerade, da haben wir auch nur Durchmesser 10 und dann sogar alle 7,5 cm gewählt. Also liegen die auch ziemlich dicht beisammen. Okay, das war die Skizze der Bewehrung und damit sind wir mit der Aufgabe nun fertig.